Das ist ja wieder, ich sag mal, typisch chinesisch. Warum? Weil das schon wieder so ein bisschen kompliziert ist, oder? Kompliziert meinst du zählen? Ido, Chong, Ardo, Fu, Sando, Sido, Maido, Fu. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßdauer, dem China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon sitzt... Hallo, hier ist Steffen. Heute wollen wir über Aberglauben sprechen und eben habe ich Steffen ein Jingle gegeben. Das ist auch so ein Jingle der Aberglauben. Kannst du mal ungefähr schätzen, was das ist, Steffen? Ich klopfe erstmal auf Holz, damit unsere Sendung heute gut funktioniert. Das ist ja auch ein Aberglaube, ein deutscher Aberglaube. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe verstanden, Tofu, es geht um Tofu. Und bei Yi Er San Si würde ich sagen 1, 2, 3, 4. Genau, das war richtig. Also diese Jingle geht darum, dass wenn man selber die Fingerabdrücke guckt, weiß man, was für ein Leben man haben wird. Nämlich, oha, man zählt, guck mal bitte mit mir die Fingerabdrücke. Das geht darum, wie viele Spirale man am Fingertipp hat. Ah, okay. Man soll das mal zählen. Und wenn du einen hast... Pro Finger einen? Oder insgesamt? Nein. Du kannst höchstens nur ein Spiral pro Finger haben. Ja, ich sehe, ja. Ja, und höchstens kannst du 10 Spirale haben, nämlich einmal für jeden Finger. Ich habe 10. Was heißt das? Hast du 10 Spirale? Ja, ich würde sagen, ja. Das glaube ich nicht. Immer wenn ich nach China einreise, werden auch meine Fingerabdrücke abgenommen. Und ich wurde immer ins Land gelassen. Das ist ja auch schon mal Glück. Ja, aber ich glaube, du wirst ins Land gelassen, solange du nichts Illegales gemacht hast oder nichts Schlechtes über die Regierung gesagt hast. Ach so, ja, oder weil ich glückliche Fingerspitzen habe. Guck doch mal, ich reiche dir mal meine Hände rüber. Ich zähle 10. Das kann natürlich gut sein. Also, guck doch. Das sind 10, oder? Okay, liebe Zuhörer, wenn ihr, wie Steffen, auch 10 Spirale am Finger habt, dann toi toi toi, wenn man 9 oder 10 Spirale hat, dann hat man ein ganz schönes, ruhiges Leben. Und das ist so die erste chinesische Aberglaube, die ich mitgebracht habe. Was heißt denn das Sprichwort übersetzt? Meinst du Spiral? Nee, hier, Ido, Chong, Ardo, Fu, was ich eben gesagt habe. Also das bedeutet, wenn du deine Spirale zählst, 1 bedeutet arm, 2 bedeutet reich. Wenn du 3 oder 4 Spirale hast, du wirst ein Tofu-Verkäufer. Und das ist besser als reich sein, wenn ich Tofu-Verkäufer bin? Tja, wenn du gerne Tofu isst, vielleicht. Ja, absolut. Ja, also 5 oder 6 kriegst du so ein, wie heißt das, so ein Laden, wo Leute dir Sachen verkaufen und dann die versuchen, das selber wieder zurückzukaufen. Wie heißt so ein Laden? So An- und Verkauf oder so ein Pfandhaus? So. Pfandhaus, ich würde sagen. Ja. Also wenn du fünf oder sechs Spirale hast, hast du dann ein Pfandhaus. 7 oder 8 wirst du Politiker. 9 oder 10 kriegst du ein schönes Leben. So, okay. Ja, zähl mal mit. Ja, 10. Okay, ja, ich bin neidisch. Ach so, ja. Mal gucken, was die Leute draußen haben. Könnt ihr uns ja mal bei Instagram schreiben. Genau, das meinte ich. Das ist ja wieder, ich sag mal, typisch chinesisch. Warum? Weil das schon wieder so ein bisschen kompliziert ist, oder? Meinst du kompliziert, meinst du zählen? Nein, aber weil das so zwischen, wenn du 1 und 2 bist, dann das, mit 10 hast du ein glückliches Leben, dazwischen gibt es nochmal Kategorien. In Deutschland ist das irgendwie mit Aberglauben so, ja, entweder so oder so. Also es gibt nur 0 oder 1, meinst du, in Deutschland? Ja, oder? Wir gehen das ja gleich mal durch, dann können wir ja mal drüber sprechen. Ja, dann hast du ein Beispiel in Deutschland, so wie du meinst, entweder oder? Ja, ganz simpel, die Zahl 13. Die Zahl 13 ist eine Unglückszahl in Deutschland. Es gibt zum Beispiel Hotels, okay, die haben keine 13. Etage, sondern dann kommt 12. Etage, 14. Etage.
Und ich habe gelesen, es gibt Fluglinien, die haben keine 13. Reihe. Okay, das ist ganz interessant, weil... ja, warum? Natürlich ist das interessant, weil sonst hättest du ja nicht den Weg in unseren Podcast gefunden. Stimmt, du hast deine Arbeit gemacht. Ja. Also ist ganz, kannst du mir mal erklären, warum ist 13 unglücklich in Deutschland? Ich weiß es nicht. Also ich kann dir sagen, ganz interessant, 13 ist in China heutzutage auch nicht mehr so glücklich und ich weiß warum. Weil 13, wenn du das schreibst, das sieht so wie ein B aus. Aha. B, verstehst du? B kenne ich, ja. Genau, und das ist ein Schimpfwort auf Chinesisch. Ah, B. Genau. Ah ja, kenne ich. Bitte lern das nicht. Bizui, ja. Bizui heißt halt den Mund, ne? Genau, Klappe. Das ist aber ein anderes B. Also, ja, noch ein anderes, ja. B, okay. Genau. Welche Zahl ist denn in China eine Unglückszahl? Unglückszahl in China ist 4, also 4. Warum? Si. Weil si klingt so wie Tod, si. Ah, okay. Deshalb vermeidet man immer 4. So wie du gesagt hast, gibt es sowas in China auch. Zum Beispiel im Aufzug gibt es wohl 3a, 3b. Kein 4, kann auch sein. Ah, okay. Also ist nicht überall, aber wenn du so siehst, kannst du verstehen, warum. Gibt es dann eigentlich sowas wie Freitag der 13. in China? Ich sag mal Montag der 4., der ein Unglückstag ist? Also in China gibt es keinen Unglückstag. Ah doch, ich glaube zum Beispiel während des Frühlingsfestes gibt es ein paar Tage, wann man nicht die Freunde oder Verwandte besuchen darf, weil das bringt Unglück. Siehst du, da sind wir schon wieder kompliziert. Welche Verwandte darf ich denn besuchen und welche nicht? Das ist wirklich ganz kompliziert. Also zum Beispiel, an welchem Tag dürfen die Töchter, die schon verheiratet sind, nicht die Eltern besuchen? Ja, ist kompliziert. Deshalb sind Chinesen klug. Okay, ich akzeptiere das so. Freitag der 13. ist ja in Deutschland ein Unglückstag, obwohl die Zahl 13 wiederum in Japan eine Glückszahl ist. Und der Freitag der 13. in Spanien zum Beispiel kein Unglückstag ist, sondern in Spanien und Griechenland ist Dienstag der 13. ein Unglückstag. Und in Italien ist Freitag der 17. ein Unglückstag. Deswegen bin ich so skeptisch gegenüber Aberglauben, weil das einfach, jeder handhabt das anders. Na, ich kann mir das vorstellen, warum das so in jedem Land anders ist, in Europa, weil vielleicht diese Aberglaube so verbreitet dadurch, dass man weitererzählt und vielleicht hat einer falsch erzählt, dann hat das sich weiterentwickelt. Was ich aber ganz sympathisch finde, wo du sagst, in China darf man an bestimmten Tagen seine Verwandten nicht besuchen. Es gibt ja immer, man hat ja diese eine Verwandtengruppe oder den, weiß ich nicht, den angetrunkenen Onkel oder die meckrige Tante oder so, die man nicht treffen möchte. Eigentlich könnte man dann doch sich sowas auch in Deutschland ausdenken, oder? Ja. Und sagen, nee, es passt heute leider nicht. Wenn du kommst, bringt das Unglück. Total. Eigentlich soll man so pro Monat 28 Tage so Unglückstag für Familienbesuch haben. Also ich kann sagen, in China gibt es keinen Unglückstag. Das, was ich eben gesagt habe, war eigentlich falsch. Weil in China gibt es Glückstag und Unglückstag. Aber wie du gesagt hast, Chinesen sind kompliziert. Die Unglückstage oder Glückstage variieren sich immer. Weil zum Beispiel, wenn du ein neues Jahr hast, kriegst du einen Kalender. Wofür brauchst du das? In Deutschland brauchst du das, um zu gucken, oh, heute ist welchen Tag. Ja? In China aber, da steht außer Datum noch eine Spalte, nämlich nicht und soll. Dann weißt du, an diesem Tag, was sollst du machen, was darfst du nicht machen. Zum Beispiel, heute darfst du keine Unterwäsche tragen, dann lieber weglassen. Es gibt Tage, wo man keine Unterwäsche tragen soll. Ich habe mir einfach so vorgestellt, das habe ich ausgedacht. Aber es gibt doch einen Tag, wo man rote Unterwäsche tragen soll und sich die Haare schneiden soll, oder? Bei Vollmond, oder wie war das nochmal? Genau, das ist am Frühlingsfest. Also Frühlingsfest in China ist eigentlich ein großes Fest der Aberglauben. Weil es gibt ganz viele Aberglauben während dieser ein Monat langen Fest. Zum Beispiel rote Unterwäsche soll man tragen, wenn man 12, 24, 36 so wird.
dann sollst du Mitternacht zu einer roten Unterwäsche wechseln. Mitternacht wechsle ich die Unterwäsche. Genau, aber nur, wenn du mehrfach 12 wirst, weil in China gibt es 12 Geburtstiere. Ah, okay, und stimmt. Wenn du deine Geburtsjahr hast, hast du eigentlich ganz viel Unglück. Und Rot ist eine Farbe, die sehr viel Glück bringt. Deshalb sollst du das ganze Jahr rote Unterwäsche tragen, ja, damit du Glück in diesem Unglücksjahr hast. Und wann schneidet man sich die Haare? Da gab es doch auch nochmal sowas. Genau, das ist, ich glaube, gibt es sowas in Deutschland so ähnliches. In China, das ist während Frühlingsfest, diesen Monat, also ganzen Januar nach Mondkalender, darfst du nicht Spitzes anfassen, zum Beispiel Nadel und Schere. Deshalb darf man im Januar nicht die Haare schneiden. Sonst sterben deine Onkel. Also, wenn du schon keine Onkel hast, ja, feel free, ja, weiß ich nicht. Aber am 2.2. nach Mondkalender soll man die Haare schneiden, weil an diesem Tag gibt es Donner und der Donner weckt die Drache auf. Und die Drache hebt den Kopf und die Leute sollen mitmachen und die Haare schneiden lassen. Ich glaube, ich muss mir die Sendung später nochmal anhören und alles mitschreiben, weil das ist jetzt wirklich kompliziert. Wenn es sogar einen Kalender gibt, wo es eine Spalte gibt, bitte beachte heute das und das. Ja, genau. Also, falls jemand sich dafür interessiert, mache ich gerne einen Kurs dafür, Kostenpflicht. Also, ja, weil das für mich selber auch kompliziert ist. Ich höre aber raus, dass in China viele Leute abergläubisch sind, oder? Ja, also mehr oder weniger. Ich habe mal geguckt, in Deutschland, es gibt eine verschiedene Studien, in Deutschland sind zwischen 30-50% abergläubisch und es sind doppelt so viele Frauen abergläubisch wie Männer. Ist das in China so ähnlich? Ich glaube, eher alte Leute sind abergläubische, aber wie du eben gesagt hast, mehr Frauen sind abergläubisch. Erstmal, ich frage mich, ob das wirklich ist, aber ich kann das verstehen, weil zum Beispiel mit dieser Haare schneiden Ding. Eine Freundin von dir hat mal gesagt, sie versteht das, weil vielleicht die Hairsalon, die Leute wollen auch mal einen Monat Pause haben. Deshalb haben sie diese Aberglaube erfunden. Genauso wie mit Frauen, zum Beispiel während Weihnachten in Deutschland soll man keine Wäsche waschen. Echt? So habe ich gehört. Echt? Oder? Okay. Weiß ich leider nicht. Ja, wenn sowas gibt. Aber das liegt da, ich beschäftige mich nicht mit Aberglauben, deswegen ist okay. Mir das egal. Also so, wenn sowas gibt, ich würde auch sagen, vielleicht die Frauen wollen auch so ein paar Tage nicht mehr die Wäsche waschen. Da haben sie so gesagt. Okay, ja. Ja, ich finde, das ist logisch. Ja, müssten wir nochmal eine Forschung durchführen. Ja, genau, müssen wir nochmal nachforschen. Genau, also Aberglauben, wie wir eben gesagt haben, ist eigentlich, was bringt Glück, was bringt Unglück. Genau, genau. Was bringt denn so Glück in China? Das weiß ich nicht. Oder was bringt noch Unglück? Weil wenn ich nach China reise, will ich ja nicht Fehler begehen, damit ich Unglück habe oder Leute verschrecke. Was bringt, es gibt keine, wie du schon verstehst, Chinesen sind kompliziert. Es gibt keine feste Regel. Das Glück bringt, das ist so, aber es gibt Zeichen, wann du Glück kriegst oder wann du Unglück kriegst. Wann denn? Zum Beispiel, man hat zwei Augenlider, ja? Ja, ich einmal pro nachgezählt, ja. Genau, ja, schön, dass du zählen ich kannst. Bin dabei, ich es bin hat dabei. Zwei, drei, fünf Sekunden gedauert, aber toi, toi, toi. Augenlider sagt dir, ob du Glück hast. Nämlich, manchmal Augenlider flattern. So unnatürlich flattern, du kannst das nicht kontrollieren. Genau, ah, okay. Zucken. Wie so ein Krampf oder so. Genau, ja. Wenn deine Augenlider zucken, wenn das linke Augenlid zuckt, das deutet Reichtum an. Allerdings, wenn das rechte Augenlid zuckt, das deutet Unglück an. Oh, jetzt zuckt gerade mein rechtes, siehst du das? Echt? Ach. Das hat gerade dreimal gezuckt. Eine Sekunde, nachdem ich dir gesagt hast, dass das Unglück bedeutet. Ja, ich klopfe nochmal auf Holz. Habe ich jetzt dreimal geklopft? Nee, wir müssen mal dreimal klopfen. Ich habe jetzt nochmal auf Holz geklopft. Hebt sich das dann auf? Ein oder chinesischer Aberglaube und ein deutscher, hebt er sich dann auf? Oder? Ich weiß nicht. Oder können wir auch
kolumbische machen, wir spucken mal, um die Demon zu erschrecken. Es hat wirklich gezuckt. Es hat wirklich gezuckt. Echt? Okay. Also wenn das linke zuckt, Reichtum, wenn das rechte zuckt, Unglück. Ja, wollen wir diese Aufnahme unterbrechen, damit du das Rest deiner Leben mal genießen kannst? Wir machen weiter, alles gut. Okay. Wie sieht's denn aus mit schwarzen Katzen in China? In Deutschland, wenn eine schwarze Katze, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts geht, bringt das Unglück in Deutschland. Ich weiß aber nicht, was man dann macht, ob man die dann einfängt und versucht, hinten rumzugehen oder ob man sie zurücktreibt von rechts nach links oder so. Gibt es eine schwarzen Katze Aberglaube in China? Nein, wir Chinesen sind alle Tierlovers. Es gibt keinen Grund für uns, um bestimmte ein Tier zu hassen, so wie schwarze Katze. Okay, das ist ja kein Hass, es ist ja Angst davor, ja. Weiß ich nicht. Also es geht nicht mit der Farbe zu tun, weil in China sagt man, manche bestimmte Tiere sind, so psychic. So, die sind ein bisschen heilig oder was. Ja. So wie Fuchs oder Schlange. Okay. Oder Schildkröte. Ja. Ach, so. Schildkröte ist heilig. Das ist, weil. Ja, erzähl. Ja, weil einmal ist der Himmel runtergefallen. Und an einem Freitag, den 13. oder? Kann gut sein. Ja, okay, okay. Weil in China gibt es, in Europa gibt es Jesus. In China haben wir auch unsere so Göttin. Das ist eine Schlange, so halb Schlange, halb Mensch, eine Frau. Und der Himmel ist runtergefallen und diese Schlangefrau hat eine Schildkröte, die vier Beine abgeschnitten und als Stutz für den Himmel benutzt, damit der Himmel nicht runterfällt. Und das ist dann jetzt, deswegen ist diese Schildkröte, die den Himmel abstützt, dann ein Glücksbringer. Nee, das ist heilig, weil so er hatte freiwillig die Beine abschneiden gelassen. Also deshalb ist der Schildkröte heilig. Okay, verstehe. Okay, also lieber dann mal eine Schildkröte als Glücksbringer mitnehmen. Ja, aber bitte nicht die Beine abschneiden. Ja, bitte. Ja, genau. Und vielleicht aus Stoff oder sowas. Ja. Was ist dann noch so für ein Aberglaube in China, den jeder kennen sollte, bevor er dahin fährt? Weil ich muss sagen, ehrlich, ich weiß nicht so viel. Nicht so wie in Deutschland. Zum Beispiel darf man im Raum nicht schnipsen? Ja, hast du mal erzählt. Nee, pfeifen. Pfeifen, ach so. Kann ich eh nicht, also keine Sorge. Ja, stimmt, pfeifende Chinesen, wir haben ja mal den Test gemacht, das Pfeifen schwierig ist für dich. Ja, nur für mich, aber nicht für Chinesen. Ich kenne auch andere, die nicht pfeifen können. Okay. Aber das ist jetzt keine absolute Aussage. Okay. Nee, und zwar, das ist eine Freundin von mir und die ist sehr abergläubisch. Ich mag sie sehr, die ist aber sehr abergläubisch. Und das Problem ist, die ist viel international unterwegs und sammelt Aberglauben. Das heißt, ihr Leben ist sozusagen fremdbestimmt von Aberglauben, die sie aus anderen Ländern mitbringt. Und dieses Pfeifen in der Wohnung kommt aus Russland. Denn wenn man in der Wohnung pfeift, heißt das, man bekommt Geldprobleme. So, und ich kenne die Freundin schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder so. Ich pfeife nie. Ich pfeife nie, auch wenn ich fröhlich bin oder sonst irgendwas. Ich pfeife auch keine Lieder. Aber als ich in ihrer Wohnung war, habe ich gepfiffen. Und hat sie gesagt, hör auf damit, das bringt Unglück. Und seitdem, ich vergesse das manchmal über die Jahre. Und seitdem habe ich in mir den Reflex, wenn ich in ihrer Wohnung bin oder wir zusammen sind irgendwo, pfeife ich. Und dann sagt sie jedes Mal, hör auf damit. Das ist wie so ein Reflex, wenn ich sie sehe, obwohl ich nicht dran denke. Das ist ein Reflex oder das ist eine so unverschämte Frechheit, so, ja, dass du absichtlich deine Freundin Unglück bringen möchtest? Nee, es ist wirklich Reflex. Okay. Also mir ist eben eingefallen, ein Aberglaube, das habe ich von einer taiwanesischen Talkshow gesehen, nämlich zum Beispiel, wenn man reist, vielleicht übernachtet man im Hotel und bevor man ins Zimmer kommt, soll man erstmal anklopfen. Mhm, ja. Ja, es gibt vielleicht Geister drin, dann sollst du erstmal anklopfen aus Höflichkeit. Sonst vielleicht werden sie angepisst und bist du danach haunted. Okay. Ja. In jedem Raum soll ich das machen? Im Hotelraum. Du denkst, dieser Raum ist leer, ist aber nicht. Weil da Geister drin liegen. Genau. Taiwanesischen Hotel?
in jedem Hotel. Okay, gut, merke ich mir. Ja. Hotels sind ja meistens creepy, weil man nicht weiß, was die Leute davor drinnen gemacht haben in dem Raum, deswegen. Genau, dann muss man vorsichtig sein. Und einfach mal klopfen an der Tür. Was hast du denn noch mitgebracht an Aberglauben? Ja, so. Gibt es einen Aberglauben, den du befolgst? Ja, klar, das ist nämlich, das hast du schon ein paar Mal erlebt. Diese Aberglauben habe ich von meiner Mutter gehört, als ich ein Kind war. Zum Beispiel, man darf mit deinen besten Freunden oder deiner Familie keine Birne, keine Mandarine teilen. Also ich teile trotzdem mit allen Leuten, aber darf man eigentlich nicht. Weil, wenn du Birne und Mandarine mit anderen Leuten teilst, dann werdet ihr danach getrennt. Also ich teile trotzdem, weil ich sage mir immer, also der Tod wird uns trennen. Das heißt aber nicht, dass der eine stirbt, sondern eher so, man trennt sich oder sowas oder sieht sich nicht wieder oder zerstreitet sich. Genau, kann man so sagen. In China, viele Aberglauben funktionieren so, dass etwas mit einem Unglückswort gleiche Aussprache hat. Zum Beispiel Birne. Birne teilen heißt auf Chinesisch Fen Li. Und die gleiche Aussprache gibt es noch Zeichen, bedeutet sich trennen. Genauso wie mit Mandarine teilen, das bedeutet Fen Ju. Und gleiche Aussprache auf Chinesisch bedeutet noch getrennt wohnen. Deshalb so sollst du nicht mit anderen wichtigen Menschen sowas teilen, sonst werdet ihr dann getrennt. Jetzt fällt mir gerade ein, jetzt sind wir fast wieder beim Klischeekiller. Bringen dann Glückskekse eigentlich Glück in China? Ja, wenn dir schon so eingefallen ist, dann lasse ich mal diese Gong pingen und wir gehen zur nächsten Rubrik Klischeekiller. Sag nochmal dein Klischee, bitte. Bringen eigentlich Glückskekse Glück in China? Das weiß ich leider nicht, weil niemand in China isst Glückskekse. Also das ist schon ein Klischee, dass die Chinesen Glückskekse essen. Wir essen gar nicht, nur im Ausland. Das ist vielleicht eine Tradition in Chinatown im Ausland. Ja, okay. Ich glaube gerne, dass Glückskekse Glück bringen, wenn dieser Satz mir gut gefällt. Ja. Also dann habe ich auch eine Aberglauben, deutsche Aberglauben mit. Ich würde mich gerne mal so erklären lassen, das ist mir ganz wichtig. Wenn man anstoßt, soll man in die Augen gucken oder nicht, sonst kriegt man 7 Jahre schlechtes Sex. Genau, man soll, wenn man sich zuprostet, in die Augen gucken. Und meinst du sagen, sonst hat man 7 Jahre schlechten Sex? Ich persönlich glaube, das hängt ja auch immer an der eigenen Performance und jetzt nicht so sehr, ob ich in die Augen gucke beim Anstoßen. Aber ich glaube, das hat eher was mit Höflichkeit zu tun. Dass man sich anguckt, wenn man sich zuprostet oder die Gläser anstößt. Ja, das ist auch so eine Theorie, warum es überhaupt Aberglauben gibt. Weil vielleicht man will etwas, dann so erfindet man so eine Theorie, damit alle Leute diese Theorie folgen. Zum Beispiel 7 Jahre schlechter Sex, damit man höflich wird. Oder wenn ich mal das Feedback kriege, Mensch, das war jetzt nicht so doll. Kann ich ja sagen, ja, ich habe letztens nicht in die Augen geguckt, als ich angestoßen habe. Das liegt jetzt daran, ich bin verflucht und nicht so sehr an der eigenen Performance. Das ist nicht so gut, weil vielleicht dann wirst du gefragt, wann war das? Wenn du sagst, ein Jahr vorher, dann denkt die andere oder der andere, oh Mensch, noch 6 Jahre, nee, damit kann ich nicht leben. Tschüss, ciao. Das ist nicht gut. Das stimmt. Ein bisschen Risiko. Ja. Was aber hilft, wenn man eine Pechsträhne hat, sind ja Glücksbringer. Ich habe gelesen, es gibt von Versicherer Gotha gibt's eine Studie, dass 19% der Deutschen einen Glücksbringer bei sich tragen, regelmäßig oder unregelmäßig. Ah, okay. Mir ist auch was eingefallen. Das ist kein Glücksbringer, sondern so, wie machst du gegen Unglück? Zum Beispiel, wenn du immer Albtraum hast, sollst du eine Schere unter deinen Kissen legen, damit du keinen Albtraum kriegst. Und mir ist nochmal eingefallen, du hast eben gesagt, dass dein rechtes Augenlid zuckt. Das ist Unglück. Aber es gibt auch eine Maßnahme dagegen.
Erzähl mir schnell, was muss ich sagen? Genau, wir müssen schnell diese Sendung unterbrechen und diese Maßnahme treffen. Ach so, das ist aufwendiger, okay, erzähl. Nein, nicht so aufwendig. Ich meine nur, das ist dringend, nicht, dass du... Für mich ist es sehr dringend, ja. Genau, das ist so, du kannst ein Stück weißes Papier, so ein Stück schneiden und dann auf dieses Augenlid kleben. Und dann, wenn dein Augenlid zuckt, das ist umsonst. Weil diese Farbe weiß... heißt Bai auf Chinesisch und Bai bedeutet die weiße Farbe oder umsonst. Das heißt aber auch, es könnte sein, dass ich dieses weiße Stück Papier jetzt mehrere Tage an meinem Auge kleben habe, bis es wieder zuckt. Kann auch sein, ja. Also sieht das nicht ein bisschen doof aus? Ich muss morgen wieder arbeiten. Oder man bleicht das rechte Augenlid, damit jedes Mal, egal wann das zuckt, das ist immer umsonst. Bleichen? Ja. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Ja, das habe ich ausgedacht. Ich meine, du kannst lebenslang ein Stück weißes Papier am rechten Augenlid haben, damit das ist immer umsonst Unglück. Aber linkes Augenlid kannst du immer freilassen. Okay, ich schau mal, wie ich das in meine Outfit-Konzeption so einbetten kann, dieses weiße Stück Papier an meinem rechten Auge. Ja, du kannst auch versuchen, zum Beispiel das linke Auge weniger blinken, damit es mehr zuckt. Ja, ist nur eine Idee. Ich mach heute mal den Selbsttest, mal gucken. Aber wenn das linke Auge jetzt zuckt, ist dann das rechte Zucken aufgehoben? Würde ich sagen, aber ich glaube, muss man zählen. Zum Beispiel linke zuckte einmal, rechte zuckt dreimal, dann hast du zweimal Unglück. Das stimmt. Wir müssen das schnell hier zu Ende bringen, damit ich da mal jetzt irgendwie das beheben kann. Aber ich glaube, auf jeden Fall brauche ich jetzt einen Glücksbringer. Ich hätte es am Anfang der Sendung nicht gedacht. Ich brauche jetzt, glaube ich, einen Glücksbringer. Gibt es irgendeinen chinesischen Glücksbringer, den ich mir kaufen muss oder so, den ich immer bei mir tragen kann? Also zum Beispiel diese rote chinesische Knote. Ja, den habe ich. Dann bist du dort sicher. Muss ich mir den auch ans rechte Auge tackern oder kann ich den einfach in die Nein, Tasche nein, stellen? Das ist eigentlich nur ein genereller Glückwunsch. Okay, sehr gut. Und was heißt denn eigentlich Aberglaube auf Zhongwen auf Chinesisch? Das heißt Mixin. Das bedeutet so mysteriös glauben. Mixin. Genau. Okay. Mir ist bei der Recherche, ich hab ein bisschen geguckt, was sind so Glücksbringer. Und kennst du den Schornsteinfeger? Kennst du das, dass man den anfassen soll, wenn er kommt? Nein, was ist das? Der Schornsteinfeger macht hier, der hat früher den Kamin sauber gemacht. Okay. Und die kommen heute. Meinst du Putzfrau? Nee, die Putzfrau. Die Reinigungskraft macht eigentlich alles sauber, außer den Kamin. Und der Schornsteinfeger, die tragen so schwarze Kluft. Okay, habe ich keine Ahnung. Der kommt einmal im Jahr auch vorbei. Und der Aberglaube kommt so ein bisschen aus dem Mittelalter, weil er ja früher, der hat den Schornstein sauber gemacht und dann konnte man wieder kochen, weil es dann abziehen konnte und gleichzeitig war für Brandschutz gesorgt. Und ich habe mir so die Frage gestellt, also früher sollte man den anfassen, das bringt Glück. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist doch heute gar nicht mehr der Schornsteinfeger die Person, die man anfassen sollte, die Glück bringt, sondern eher der Techniker der Telekom, der das WLAN anschließt. Weil wenn man in eine Wohnung einzieht, ist doch das Wichtigste WLAN und nicht, dass der Schornstein sauber ist. Genau, und das ist ein Unglück, wenn das WLAN nicht funktioniert. Ja, hatte ich gerade selber für 3 Tage, nachdem es 2 Wochen funktioniert hat. Ja, das tut mir natürlich leid. Da ist mir auch scheißegal, ob der Schornstein funktioniert, das WLAN muss funktionieren. Genau. Also, lass uns mal zum Schluss kommen. Ich muss mir irgendwas ans rechte Auge machen, damit ich wieder Glück habe. Okay, so war die Folge über Aberglauben. Ganz kurz zusammengefasst. Ich finde Aberglauben, das hat sich so lange entwickelt. Viele Leute finden heutzutage Aberglauben doof. Meiner Meinung nach, das ist einfach ein neider Wunsch für gutes Glück. Und das gehört schon teilweise zu der Kultur. Und kann man versuchen, ein bisschen Spaß daraus zu haben. Ich spuck dir mal über die Schulter und sag toi toi toi, damit wir gut durch den weiteren Tag kommen. Und wenn ihr da draußen noch einen Glücksbringer braucht, folgt uns auf Instagram, denn das bringt 100% Glück. Ja, und falls es noch andere Themen gibt, was euch interessieren, schreibt uns gerne an. Und wir würden uns schnell reagieren, wenn nicht. Das Unglück, was Stefan gekriegt hat, ist einfach zu stark. Also, ja.
Ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja, hoffe ich auch. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.